Ihr habt ganz schön Mumm, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt zu Pokémon, die Heart Gold Edition. Und ja, der will jetzt hier meine Nummer haben. Ich hoffe, der macht damit nichts Bösartiges. Der böse, böse Boop. Das heißt, es geht um Schule oder Pokémon oder Rätsel oder Arena-Tipps. Ich bin kein Mann der komplizierten Themen. Ich habe keine Antwort, aber immer ein offenes Wort für dich. Okay? Ja, Kumpel, oder? So, wie stellen wir das jetzt am besten ein, ohne dass wir uns selber den Hals brechen? Am besten, wir fahren jetzt erstmal in die nächste Stadt. Das nur so als beispielhaftes Beispiel. Da unten ist auch noch ein Trainer. So, jetzt sind wir in Fuxania City. Ja, auch eine sehr nette Melodie, auch wenn es die von Azuria City ist. Also hat man sich relativ wenig Neues einfallen lassen. Und auch hier machen wir natürlich zuerst die Arena. Also, nachdem wir hier erstmal das Restprogramm auf der Route gemacht haben, im nächsten Part geht es dann direkt weiter mit der Arena. Haben wir tatsächlich schon die Hälfte der Orden gesammelt innerhalb von nicht mal 10 Parts. Also, das kann ganz schön schnell gehen. Nichtsdestotrotz, Pokémon Schwarz hat dieses Spiel schon mal geknackt. Vielleicht reicht es auch noch für Pokémon Diamant mit 125 Parts, soweit ich weiß. So, jetzt wird es hier ganz schön auseinandergewirbelt. Das tut mir natürlich leid für die Beteiligten. Ich trinke jetzt nichts, das nimmt dem Part nur Zeit. Und mir persönlich auch, und deswegen muss ich das unterbinden. Damit ich hier keine Geschichten vom Pferd erzähle. Muss jetzt erstmal ein Beweis her. Und Noctu. Ja, starkes Pokémon haben sie durchaus. Aber ich lasse mich da nicht ins Schwitzen bringen. Mewtwo macht das schon alles für uns. Ich elendiger Cheater, könnte jetzt eigentlich sagen. Aber hey! Ich muss ein bisschen Beschleunigung reinbringen und tausendmal in einem Kampf festsitzen. Das möchte ich nicht. Das hätten wir immer noch keine zwei Orden hier. Ja gut, wir sind ja auch erst im siebten Kanto-Part, im siebten offiziellen Kanto-Part. Aber Leute, jetzt kommt er hier mit uns mit Level 39, das ist... sehr komisch. Aber normalerweise stoßt man Postgame oft auf die 50er-Grenze, das ist ja noch okay. Aber ihr habt es ja schon, okay, noch schwächer, aber ihr habt es schon vorher gesehen. Auch mit unseren aktuellen Pokémon könnten wir die jetzt für die Aufgaben bestehen, vielleicht bis auf die Arena-Lade. Da gibt es den einen oder anderen wichtigen Schlusspunkt, den ich nicht so eingehen möchte, weil ich keine Probleme mehr haben möchte. Also, wie blöd ist, aber manchmal möchte ich das eben so. Kann auch gut sein, dass Mewtwo hier auf der Edition drauf bleibt. Ich werde es dann wahrscheinlich auf Pokémon Schwarz oder Weiß übertragen und dann halt auf meine X oder Y oder Omega Rubin oder Alpha Saphir oder was auch immer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir hier uns trennen, bevor ich das Spiel dann verkaufe. Ja, schön, setz mich doch automatisch drauf, damit ich nichts drücken muss. Sepp. Die furchtlosen Helden des Radwegs. Ich habe das übrigens doch nicht gemacht und die Karte ausgedruckt. Da war ich mir zu fein für.
Aber manchmal ist auch dies ein nötiges Mittel. Ja, da fällt mir auch nicht mehr allzu viel ein. Außer, dass es schon erstaunlich ist, dass diese Gang nicht in einem Stück fährt, sondern sich überall hier auf den Campus verteilt. Wie als ob die irgendjemanden abschlachten wollen. Nur so als Verschwörungstheorie, Conspiracy Theory, wie sich das so schön schimpft, immer im Fachjargon. So, jetzt sind wir übrigens schon vom Weg ab, das gilt ja nur bis hierhin, dann fährt man hier automatisch runter. Sehr interessant und sehr praktisch. Komm, stell die am besten mal so um. Jetzt kriegt das Ding hier das Item, geben. Und da geben wir natürlich nichts anderes als den EP-Teiler. Yo! Ist klar. Hätte man hier eigentlich auch einen Doppelkampf oder Multikampf oder wie man sieht, das nicht bezwingen können, indem man halt praktisch sich vor die beiden da stellt. Oder so in einem Eck. Und dann kommen die beiden auf einen zu. Ich weiß gar nicht, ob es hier Multikämpfe überhaupt gibt. Also die, wo zwei Trainer gegen einen kämpfen, was sehr unfair ist, aber halt nur mal existiert, weil es ein cooles Feature war an Pokémon Smaragd, welches man eigentlich auch schon Pokémon Ruby und Saphir einführen hätte können. Das wäre sogar durchaus möglich gewesen, aber ich glaube, der zeigt es sowieso in eine andere Richtung. Wenn, nee. Da ist sogar Teddy. Teddy. Hector! Der geht nach England! Nein, er bleibt in Deutschland beim FC! Ja, nur so nebenbei. Nur so ein kleines Schmankerl, wie man das im Bayerischen sagen würde. Oder Zuckerli in der Schweiz. So, dann greifen wir mal am besten mit Sternschauer an, denn Sternschauer ist immerhin eine konstante Attacke, wenn man es mit Mewtwo einsetzt, auch wenn es ja nur eine normale Attacke ist. Ja, ich habe gerade wieder ein paar andere Hintergründe, deswegen muss ich die irgendwie überbrücken. Das ist halt immer wieder so eine schwierige Sache. A situation of hate and everything else in this classment. So, ist mich mal gespannt. Tatsächlich, es gibt Multikämpfe. Jawohl! Wer hätte gedacht, also ich bin gerade selbst ein bisschen erstaunt. Aber Multikämpfe gibt es anscheinend. Also die gab es in Diamant und Perl nicht, aber ab Platin gab es die wieder. Und in Schwarz und Weiß hat man sie wieder entfernt.
Logisch. Logisch oder nicht logisch, das ist ja die Frage. Oh, Drama pur. Ja, das ist gar kein Ziel. Weiter geht's, würde ich mal sagen. Mit Thorsten, die haben ja auch alle solche Rowdy-Namen. Rowdy. Rambobach. Sowas in der Art. Sowas stelle ich mir unter Rowdy vor. Rambobach. Und tschüss. Gebannt, würde der Let's Play Markus sagen. Das Blöch, das ist Level 42. Ich bin damit zufrieden. Död. Sauber, die Firma dankt. Hey du, hast schon gekämpft? Ah. Tatsächlich noch nicht. Also da könnt ihr heute sehen, was eine Route alles so fressen kann. Normalerweise läuft man eine Route in 3 Minuten durch. Oder 2, oder wenn nicht sogar eine, wenn sie ganz klein ist. Aber durch den Trainer wird es alles nochmal erweitert. Hey, gib mir mal deine Telefonnummer, Winzling. Hallo, ich bin eine schöne Lady. Ach, was guckst du wohl, wenn ich mit meinem Fahrrad so an dir vorbeifahre? Eine Vergiftung löst sich aus. Normalerweise, ich weiß gar nicht, wie es in Generation 1 und 2 war. Da war es, glaube ich, so, da ging die KP schon auf 0 und dann ist man ins Pokémon Center gekommen, wenn man nur ein einziges Pokémon dabei hatte. Aber das ist halt eine kreative Lösung. Ich glaube, das war es jetzt hier auf der Route. Ansonsten ist es auch nicht so schlimm, würde ich mal sagen. So, dann heilen wir uns und dann geht's direkt in die Arena, die haben wir schon besiegt. Gehen wir mal hier von unserem hohen Ross hier wieder runter. Nicht zu bestürzen. Hier kommt man unproblematisch an die Arena, das ist auch toll. Und falls ihr jetzt denkt, ja, wir kämpfen jetzt doch sicherlich wieder gegen einen Mann. Da kann ich sagen, nein, denn es hat tatsächlich einen Arena-Wechsel gegeben oder einen Arena-Leiterwechsel gegeben. Und zwar in den Spielen der ersten Generation Feuerrot und Blattgrün war zwar hier noch Koga, da der allerdings, wie wir ja schon mitbekommen haben, jetzt in den Top 4 ist, hat seine Tochter übernommen. Oder ich weiß gar nicht, ob das seine Tochter ist. Und ja, eine Arena-Leiterin, die im Anime nicht, glaube ich, nicht vorkam. Und dennoch selbes Rätsel. Wie damals schon, muss man darauf achten, dass man hier nicht gegen irgendwelche Wände stößt. Ich bin Janina, aber woher wusstest du das? Egal, jetzt wird gekämpft. Angeschmiert! Also ich kämpfe mir auch gegen die ganzen Trainer hier. Das ist halt etwas anders. Früher waren es halt alles nicht verkleidete Trainer, jetzt sind es halt verkleidete Trainer. War das auch so in Pokémon Gold und Silber? Ich meine nicht. Ich meine nicht. Und es bleibt auch hier bei Gift-Pokémon. Daher. Ja,
ist halt eine giftige Angelegenheit. Und dann beende ich schon mal den Part und verabschiede euch mit wundervollen Worten. Auf Wiedersehen. See you next time. Ciao. Hold the ears. I don't know. Auf jeden Fall steif. Ciao. Aber jetzt erstmal einfach kleiner Teil, ich bin noch viel stärker. Warum sagt ihr diesen Satz? Ich weiß es nicht. Ciao. Halt die Ohren steif. Wie schon vorgesagt.